Vielen Dank, Herr Brauchmüller. Ich möchte jetzt gerne weiterleiten an Frau Lena Flohe vom Branchenverband Bitkom, Branchenverband der IT-Dienstleister, der IT-Industrie in Deutschland, und an Frau Nicola Röhrig. Sie ist Leiterin der Geschäftsstelle Digitalpakt Alter bei BAXO. Das steht für Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Und beide werden uns ihren Digitalpakt Alter, ihr gemeinsames Vorhaben vorstellen. Und ich denke, das ist ja eins, wo Sie auf jeden Fall diesen verschiedenen, ja, diesen Disparitäten, dieser Zerpflücken in verschiedene Gruppen, dieser Benachteiligung bestimmter Bereiche in unserer Gesellschaft entgegenwirken wollen. Also Digitalpakt Alter, Initiative zur Stärkung von gesellschaftlicher Teilhabe und Engagement Älterer in unserer digitalisierten Welt. Ich freue mich auf Ihren Vortrag. Herzlichen Dank, Frau Hildebrand. Ich bedanke mich sehr, dass wir dabei sein können. Ich werde aber zuerst mit meinem Vortrag beginnen und dann Frau Flohe. Insofern würde ich bitten, dass ich meinen Bildschirm teile. So. Und nochmal voranstellen. Wir haben unseren Vortrag Digitale Teilhabe ist gesellschaftliche Teilhabe genannt. Und es wird immer mehr so, dass eben gesellschaftliche Teilhabe gar nicht mehr ohne digitale Medien und die Kompetenz, sie zu benutzen, möglich ist. Und das ist nochmal ein Credo, was ich an den Anfang stellen möchte. Ich bin der Konferenz gefolgt und möchte noch sagen, nochmal in einem Satz, dass die digitale Spaltung eben immer mehr eine soziale Spaltung wird und deswegen die Daseinsvorsorge ja auch gut in den Mittelpunkt und in den Vordergrund gestellt wurde. Und wir bei der BAXO, bei der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, kümmern uns seit Jahren um die Nonliner beziehungsweise die digitalen Beginner, also die Menschen, die noch nicht teilhaben, aber mitgenommen werden können, auch indem man ihnen die Vorteile und den Nutzen und den Spaß darstellt, den das Internet und die digitale Welt hat. Der Digitalpakt Alter ist ein Zusammenschluss, sektorenübergreifend. Und zwar sind als Initiatoren die BAXO und das BMFSFJ genannt. Auch ein Novum, dass das Ministerium nicht sozusagen geldgebende Institution ist, sondern auch mit ins Boot geht und sagt, wir sind Teil des Paktes, wir initiieren diesen Pakt. Und wie Sie an den Logos unten unserer Partner sehen, das sind alles bundesweite Organisationen, ist eben der Bitkom so genauso Partner wie auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege oder das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, die VHS, der DVV und auch die kommunalen Spitzenverbände, genauso wie die Stiftung Digitale Chancen, VZBV, Deutschland sicher im Netz, also auch die Organisationen, die in dem Feld schon bereits unterwegs sind. Und wir denken uns, wir müssen bündeln, was wir alle tun in dem Feld digitaler Kompetenzerwerb. Und wir wollen zusammengehen und uns gemeinsam engagieren und nicht mehr so nebeneinander in Parallelstrukturen und auch eben Denkblasen vor uns hinarbeiten. Und dem dient dieser Pakt. Aber neben den Partnern haben wir auch die Möglichkeit gehabt, 100 Erfahrungsorte in ganz Deutschland aus der Taufe zu heben, die vor Ort Menschen, die noch nicht in der digitalen Welt unterwegs sind, Kompetenzen weiterbringen, und zwar sehr niedrigschwellig. Die sind also auf ganz Deutschland verteilt, kleine Initiativen, die sich beworben haben und auch Geld an die Hand bekommen haben, um sich auszustatten und auch sowas wie Zoom-Lizenzen bezahlen zu können. Daran hapert es bei den vielen, vielen Ehrenamtlichen, die in ganz Deutschland in dem Feld schon unterwegs sind. Insgesamt haben wir 400 dieser Gruppen recherchiert. Und 100 konnten wir jetzt eben als Erfahrungsorte ausstatten. Herr Müntefering sagt, es sollte eigentlich an jedem Ort oder ich sage mal in jedem Dorf einen Erfahrungsort geben. Und damit einhergeht vielleicht, dass wir auch Serviceleistungen für Menschen brauchen, die Kompetenzen nicht haben und auch Assistenzleistungen haben. Vielleicht auch in Richtung öffentlicher Verwaltung gedacht, wenn ich den Impftermin beim Gesundheitsamt oder wie auch immer dann
gemacht bekomme, wäre das eine sehr große Hilfe. Und wir müssen vielleicht in die Richtung viel stärker denken, als den Kompetenzen quasi hinterher zu laufen. Wir haben ein paar Bilder zu unseren Erfahrungsorten, die wirklich vor Ort ganz wunderbare, auch 1:1 Hilfen leisten und telefonisch Hilfen leisten, Anleitungen weitergeben, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und selber auch Kompetenzen erwerben können. Wir haben Ende November den Deutschen Seniorentag in Hannover. Da werden wir mal zeigen, was ein digitaler Erfahrungsort vor Ort so machen kann und macht. Da sind alle eingeladen, hier auch mal ihre Fragen zu stellen und hinzukommen und zu sehen, was im Bereich Wohnen oder Mobilität für Kompetenzvermittlungskonzepte bestehen. Es sind 5 Themenbereiche, in denen wir unterwegs sind. Und die Ehrenamtlichen von den Erfahrungsorten sind mit vor Ort. Dann haben wir einen Unternehmenswettbewerb. Wir wollen nämlich auch innovative Produkte und Dienstleistungen kennenlernen und auch auszeichnen, wenn sie wirklich gut sind, besonders für ältere Menschen oder eben digitale Beginner. Das kann eine sehr gut gemachte Anleitung für ein Gerät oder eine App sein, aber eben auch ein Produkt oder eine Dienstleistung. Damit übergebe ich an Frau Flora hier nochmal unser Team. Sie können uns gerne kontaktieren und wir freuen uns über Austausch. Dankeschön. Ja, ganz vielen Dank, Frau Ruhig. Dann würde ich weitermachen. Ich weiß jetzt nicht, wie es geplant ist. Eben wurde die Präsentation schon eingeblendet. Ich kann es aber auch selber teilen. Geben Sie mir gerne ein Zeichen. Dann werde ich jetzt einfach mal kurz aktiv. Ja, genau. Laden Sie es doch am besten, glaube ich, selbst jetzt. Perfekt, genau. Dann müssten Sie es jetzt, glaube ich, alle sehen und dann würde ich damit einfach einmal starten. Genau, also Frau Ruhig hat es gerade schon gesagt, wir sind einer der vielen Partner des Digitalpakt Alter und dürfen bei diesem tollen Pakt, der jetzt ins Leben gerufen wurde, mitmachen. Wir, das ist der BITKOM, der Digitalverband Deutschlands. Wir haben 2000 Mitglieder, die in den ganz verschiedenen Bereichen der Digitalisierung unterwegs sind. Und wir als Verband setzen uns eben dafür ein, dass sowohl die Wirtschaft, aber auch die Verwaltung und eben aber ganz besonders wichtig auch die Gesellschaft sich digitalisieren. Mein Name ist Lena Flore, beim BITKOM bin ich Bereichsleiterin für Landespolitik, aber darf mich eben auch mit diesem ganz spannenden Feld der digitalen Teilhabe, digitalen Gesellschaft befassen und wollte Ihnen jetzt einfach gerne in den ganz paar nächsten Minuten einfach nur erzählen, warum wir als BITKOM dieses Thema so wichtig finden und warum wir da auch mit der BAXO so eng zusammenarbeiten, was vielleicht auf den ersten Blick für manche neu ist. Genau, und das einfach nochmal aus unserer Sicht nochmal vervollständigen. Genau, ich habe ja gerade gesagt, wir setzen uns für Digitalisierung in ganz verschiedenen Bereichen ein. Und aus unserer Sicht kann Digitalisierung für das Leben von ganz vielen Menschen einen großen Mehrwert bieten. Das wurde ja auch eben schon angedeutet. Gerade während der Corona-Pandemie haben wir gesehen, dass wirklich ganz, ganz viele Lösungen da sind. Wenn es darum geht, irgendwie mit Menschen zu kommunizieren, wenn es darum geht, Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch zu nehmen, wenn es darum geht, irgendwie Wege zu sparen für die Verwaltung. All das sind also große Chancen, die Digitalisierung bietet. Das Ganze ergibt aber natürlich nur Sinn, und das ist ja auch das große Thema von unserer heutigen Konferenz, wenn auch wirklich alle Menschen die Chance haben, daran teilzuhaben und das auch wirklich zu nutzen. Und deswegen haben wir auch als BITKOM schon vor längerer Zeit uns gesagt, wir müssen darauf mal einen Blick werfen, müssen schauen, wie interagieren denn eigentlich Digitalisierung und Gesellschaft? Und wir haben deswegen auch eine Studie gemacht, wo wir gesagt haben, wir wollen uns einfach mal aus dieser digitalen Bubble herausbewegen, denn natürlich arbeiten wir mit sehr vielen sehr digitalen Menschen zusammen und das ist ja aber eben nicht repräsentativ für alle. Und haben deswegen einfach auch nochmal Zahlen erhoben, die wirklich deutschlandweit repräsentativ sind. Und da möchte ich gerne erstmal mit einem positiven Ergebnis einsteigen. Und zwar, dass tatsächlich 90% der Deutschen offen gegenüber digitalen Technologien stehen. Das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig und das wollte ich deswegen gerne noch einmal an den Anfang stellen, weil es natürlich auch immer die Gefahr ist, dass wir natürlich viel über die Differenzen sprechen oder über die Schwierigkeiten, aber auch nochmal sagen sollten, dass die Offenheit tatsächlich da ist. Und was ich hier ganz besonders wichtig finde, gerade auch auf den Digitalpakt Alter geblickt, ist eben, dass diese Offenheit sich auch bis ins hohe Alter durchzieht. Also die 65- bis 74-jährigen Menschen sind auch immer noch zu 80% offen. Und auch 3 von 4 Leuten, und auch 3 von 4 Leuten der über 75-Jährigen sind es eben auch. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein wichtiges Zeichen, dass die Menschen also wirklich Lust haben und digitale Technologien nutzen möchten.
Genau, also und dann sozusagen das Gegenstück dieser positiven Aussage ist aber dann gleichzeitig auch, dass wir in Deutschland digital gespalten sind. 65% der Deutschen oder der Befragten nehmen eben wahr, dass wir in Deutschland ein Ungleichgewicht in der digitalen Teilhabe haben. Und das ist hier eben ganz, ganz frappierend und essentiell, denn offensichtlich gibt es immer noch sehr viele Menschen, die diese Chancen nicht nutzen können, sich nicht in der Lage fühlen, sie zu nutzen. Und das ist natürlich unsere gemeinschaftliche Aufgabe und auch wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, hier alle mitzunehmen, die die Chancen nutzen möchten. Und das ist quasi der Auftrag, den wir uns auch mitgegeben haben und weswegen wir uns auch freuen, da mit der BAKSU gemeinsam dran zu arbeiten. Wenn man sich jetzt mal anschaut, einen Aspekt von dieser Spaltung, dann finde ich, kann man das ganz gut an den Kompetenzen sehen. Deswegen habe ich das einfach mal als einen von vielen Aspekten herausgegriffen. Und man sieht eben, dass sich die Menschen tatsächlich im Schnitt die Note befriedigend geben, wenn es um ihre Digitalkompetenzen geht. Und auch hier ist es relativ schockierend, wenn man dort auf den Bereich der älteren Menschen geht. Also dass tatsächlich Menschen ab 65 Jahren bis 74 Jahren sich nur noch die Note ausreichend geben und über 75-Jährige tatsächlich mangelhaft. Und da muss man wirklich sagen, es wird ganz klar deutlich, dass ältere Menschen sich hier natürlich zurückgesetzt fühlen, dass sie also nicht die Chance haben, all diese Chancen zu nutzen, die wir eben zu Anfang aufgezeigt haben. Und insofern, das hatte Frau Röhricht eben auch so schön gesagt, digitale Teilhabe ist gesellschaftliche Teilhabe. Denn wir brauchen natürlich digitale Kompetenzen, um auch an all diese Möglichkeiten teilhaben zu können. Und weil es auch eben im Chat schon mal um OZG ging, wenn all das kommen wird, dann ist natürlich unglaublich notwendig, dass auch alle Menschen die Chance haben, daran teilzuhaben. Insofern ist eben die Frage, was tun wir denn, damit das passieren kann? Und wir haben auch dort einfach die Menschen mal gefragt, was wünscht ihr euch denn? Was bräuchtet ihr denn, damit ihr euch souveräner, selbstsicherer bewegen könntet? Und da wird auf jeden Fall deutlich, dass es einen ganz großen Wunsch gibt nach Begleitpersonen, nach Schulungen, also vor allem nach Dingen, die in der Interaktion sind, die im Austausch sind. Und das fand ich eben ganz spannend, weil auch Frau Weigel das im Chat eben schon fragte, ob es nicht vielleicht so eine Art, ich habe jetzt ihr Wording nicht mehr im Kopf, aber ob es da nicht irgendwie auch eine Begleitperson bräuchte. Und das ist eben genau das, was die Menschen hier auch sagen. Also gerade ältere Menschen, das ist hier der schwarze Balken und der blaue Balken, wünschen sich vor allem eben diese persönlichen Hilfsangebote. Und das ist, glaube ich, ganz wunderbar abgedeckt, natürlich auch durch die Initiativen des Digitalpakt Alter, die genau diese Erfahrungsräume ja auch anbieten, einen Ort finden, um sich zu treffen. Und das ist eben auch was, was wir als Bitkom auch immer wieder in die politische Diskussion mit hineinbringen, sei es jetzt in der Bundestagswahl, aber auch immer wieder. Wir sprechen von digitalen Streetworkern, da kann man jetzt über das Wording sich streiten, aber um einfach zu sagen, es geht darum, dass wir Menschen brauchen, die technisch weniger versierte Menschen, das sind möglicherweise größtenteils Ältere, das muss aber gar nicht unbedingt so sein, die bei digitalen Vorgängen begleiten. Und gerade im Bereich des OZG, also der digitalen Verwaltung, wird es wichtig sein, dass wenn wir diese Angebote schaffen in Zukunft, dass alle die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Und da wäre eben unser Vorschlag, dass man Verwaltungsmitarbeitende entsprechend schult, dass die dann auch gemeinsam mit Menschen, die dazu Fragen haben, die zögerlich sind, auch einfach mal den Prozess durchgehen und im besten Fall die natürlich auch langfristig ermöglichen, diese Vorgänge selber zu machen, aber die auch immer die Chance haben, eben eine persönliche Anlaufstelle zu haben. Genau, und wie gesagt, ne, der Digitalpakt Alter aus unserer Sicht dadurch eben genau das richtige Vehikel, um auf diese Bedürfnisse einzugehen, die wir hier sehen. Denn eben ne, auch Austausch mit anderen Betroffenen, Erprobungsräume, das sind alles Dinge, die dort genannt wurden. Insofern ist das, glaube ich, ganz, ganz wunderbar und das braucht es auch definitiv noch mehr. Und mit dem noch mehr würde ich auch abschließen, was wir nämlich auch noch mehr machen, Frau Röhricht und ich auch gemeinsam, ist unter anderem der Digitaltag. Die BAKSU ist nämlich auch einer der Partner mit in der Initiative Digital für alle, die der Bitkom gemeinschaftlich mit ganz vielen Organisationen gegründet hat, die tatsächlich zum Ziel hat, Digitalisierung erlebbar zu machen. Es ist nämlich ein Tag im Jahr, an dem sich tatsächlich alles um Digitalisierung dreht. Und wenn nicht gerade Corona ist, dann ist es eigentlich so gedacht, dass man vor Ort ist, dass man keine digitale Hürde hat, sondern vor Ort in Unternehmen, im Theater, in Städte, überall gehen kann und einfach Digitalisierung erleben kann. Man geht in den Austausch, man kann auch kritisch diskutieren, man kann nachfragen. All das soll an diesem Tag passieren. Wir führen das zum dritten Mal durch, nächstes Jahr am 24. Juni. Und ich würde Sie da einfach gerne alle nochmal einladen, zum einen teilzunehmen, zum anderen aber auch gerne eigene Aktionen anzumelden. Das Ziel ist wirklich, dass wir eine ganz bunt gepflasterte Deutschlandkarte haben, an der wirklich alle Menschen irgendwelche spannenden Aktionen für sich finden. Und natürlich gibt es auch da wieder Angebote für ältere Menschen. Da schließt sich also auch eben wieder der Kreis zu unserer gemeinschaftlichen Kooperation.
Hier also dieser Werbeblock unter digitaltag.eu, können Sie das gerne nochmal nachlesen und hier einfach noch einmal meine Kontaktdaten für weitere Rückfragen. Und dann beende ich jetzt hier auch schon mal und freue mich auf die Diskussion. Vielen lieben Dank, Frau Flore, vielen Dank, Frau Röhricht. Sie waren ja schon so fleißig, dass Sie im Chat eigentlich alle Fragen schon beantwortet haben, als Sie sozusagen schon kamen. Deshalb würde ich vielleicht noch mal ganz kurz auch auf das Zitat eingehen wollen, das Frau Röhricht hier gerade noch in den Chat gepostet hat. Wir müssen nicht fragen, ob die Älteren bereit für das Internet sind, sondern ob das Internet reif für die Älteren ist. Finde ich ein sehr, sehr schönes Zitat. Ist auch ein bisschen der Geist, der in der Mensch-Maschinen-Interaktion vermittelt wird, das, was ich studiert habe. Wir machen nicht die Menschen so, dass sie zum Digitalen passen, sondern wir müssen das Digitale so gestalten, dass es für die Menschen passt. Und da wäre meine Frage, die Angebote, die es bisher auch im Digitalpaktalter gibt und auch die Dinge, die sich die Menschen wünschen. Das war ja trotzdem eher so, wir nehmen die Menschen an die Hand, wir bringen ihnen das alles näher, wir zeigen es ihnen, wir machen vielleicht, wir haben Bedienungsanleitungen, die einfacher sind. Das wäre meine Frage, ist denn die Lösung, Parallelangebote zu gestalten, die sich direkt an die Zielgruppe wenden für ihre Nutzungsanlässe? Oder ist es das Ziel, doch zu sagen, wir sprechen die Kompetenzen dieser Menschen an, alle Angebote, die es gibt, zu nutzen, auch wenn sie nicht dezidiert für die Zielgruppe gestaltet sind? Das wäre meine Frage an Sie beide. Ja, wenn ich beginnen darf, also ich würde Letzterem 100% zustimmen. Also man soll die Wahlmöglichkeit haben und Senioren-Handys sind nicht unbedingt die ehrlich gesagt leichter zu bedienen sind. Man muss nur auch wissen, wie die anderen Handys, wie man den Einstieg in leichte Einstellungen hinbekommt. Aber die Begleitung ist wichtig und wir können natürlich, auch wenn wir wollen, dass sich die Technik ändert sozusagen, nicht stehen bleiben und warten darauf. Ja? Aber wir fordern auch, dass die Forschungsgelder stärker in die Richtungen gegeben werden, wo die Nutzerinnen und Nutzer der Produkte, die entwickelt werden mögen, dann auch involviert sind in der Forschung schon, interaktive Forschungsmethoden, die gefördert werden sollten, vornehmlich. Und das wäre zum Beispiel ein ganz guter Anlass, um zu gucken, dass die Geräte auch wirklich auf die Nutzerinnen und Nutzer zugeschnitten sind. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Frau Flore, wollen Sie dazu auch noch was ergänzen? Ich kann das eigentlich nur unterstreichen, dass es natürlich am Ende einfach praktisch darum gehen muss, dass am Ende jeder eine Möglichkeit hat, mit der er sich wohlfühlt. Ob das nun die eine Richtung oder die andere ist, ist ja erstmal offen gelassen. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist ja, Entschuldigung, Augenblick. Trinken Sie mal einen Schluck. Was, glaube ich, wichtig ist, ist natürlich erstmal, dass tatsächlich dargelegt wird, welche Chancen entstehen können. Das ist aus meiner Sicht immer noch ein erster Schritt, dass man natürlich jetzt nicht irgendwie panisch allen Leuten sagt, ihr müsst Digitalisierung nutzen, aber dass man einfach aufzeigt, welche Chancen sich ergeben können und dann den Menschen eben die Wahl lässt, möchtet ihr das nutzen? Und wenn ja, haben wir hier eine verschiedene, haben wir bestenfalls eine Palette von Möglichkeiten, die euch das erleichtern kann. Und daraus sollte jeder dann das für sich finden, was ihm am besten hilft. Ja. Vielen Dank, sehr, sehr gute Worte. Das erinnert mich immer auch an die Debatte der Daten über Frauen, die immer noch fehlen. Ich glaube, genauso fehlen ganz oft Daten natürlich auch über ältere Mitmenschen, wie sie mit Digitalisierung interagieren, wie man das besser gestalten kann. In dem Sinne würde ich komplett zustimmen.